Hallo und willkommen zurück zu Android. Ja, dieses Mal machen wir E-Mails. Wir werden sozusagen die Default-E-Mail-Aktivität aufrufen. Und die wird dann schon einige Parameter gesetzt haben von uns. Und ja, dann wird der User von dort eine E-Mail verfassen können. Cool. Alles klar. Also ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und zwar so einen kleinen Button, der ruft die Send-Funktion auf. Und es steht einfach nur Send-E-Mail drauf. Alles andere ist Default. Gut. Ja, wir werden hier. Hier ist die Funktion Send, die brauchen wir wegen dem Button. Wie ihr wisst, ist das der Click-Listener. Und ja, wir haben erstmal ein Array von Empfängern. Das nenne ich einfach mal To. Und das ist ein String-Array aus allen Empfängern eben. Also sowas wie x, y, z @abc.de. Und dann können wir hier noch hinten dran weitere E-Mail-Empfänger setzen, sowas wie abc@xyz.de. Ja, das sind die Leute, die tatsächlich direkt drin stehen bei einer E-Mail. Aber es gibt ja auch noch die Leute, die im Copy und Blind Copy drin stehen. Und die nennt sich eben zum Beispiel cc oder bcc. Ja, und dann brauchen wir einen neuen Intent. Also ein Intent-I. New Intent. Und hier gibt es von Intent, also von der Klasse, gibt es einige Variablen, die ziemlich cool sind. Nämlich zum Beispiel Action-Send. Und Action-Send ist, wenn es das mir jetzt aufmacht hier, na gut, dann muss ich es euch erklären. Action-Send ist die Default-E-Mail-Aktivität, sprich, nein, Quatsch, es ist nicht die Default-E-Mail-Aktivität, es gibt quasi an, dass wir gerne was senden möchten und wir geben dann an, was wir senden möchten. Und das tun wir, also es wird erstmal die Default Send Aktivität aufgerufen, die von Android zur Verfügung gestellt wird. Das ist quasi ein, ich glaube, es ist als Broadcast Receiver implementiert und der hört quasi die ganze Zeit ab, möchte jetzt jemand aktuell was senden und der verwaltet dann den ganzen Datenverkehr. Und dann möchten wir natürlich tatsächlich jetzt was senden und geben hier an. Set Data brauchen wir dazu. Geben an, was wir genau machen möchten. Nämlich, wir sagen URI.Parse. Das heißt, wir konvertieren den String in eine URL, beziehungsweise in einen Link sozusagen. Und das wäre dann Mail to Doppelpunkt. Und das kennt ihr vielleicht schon aus dem Internetkreis und so. Mail to bedeutet, man möchte gerne eine E-Mail senden. Ja. Und weiter kann man noch sagen, man möchte gerne eine HTML-E-Mail senden oder einfach nur eine Text-E-Mail. Ich werde jetzt hier einfach mal i.setType machen und hier tatsächlich eine nur Text-E-Mail senden. Das wäre dann Text/Plain. Ja, und dann kann man hier noch angeben, an wen man schicken möchte. Put extra, put extra. Das ist nämlich nicht required, sondern einfach nur optional. Das funktioniert auch, wenn man es nicht angibt. Aber hier muss man natürlich dann irgendwas angeben, was von Android spezifiziert wurde, dass auch Android damit was anfangen kann. Also was wir hier gerade als extra angeben. Muss ja dann ein Receiver von Android quasi für uns auslesen. Und das geht über extra Boden-E-Mail. Und da sagen wir dann, wir wollen an die Empfänger senden. Wir sagen, wir packen nochmal ein extra rein, sagen hier extra CC. Oder wir sagen extra BCC. Das ist dann Blind Copy, sprich die anderen Leute, die in To stehen, sehen nicht die Leute, die in Blind Copy drin stehen. Die Leute, die in CC drin stehen, sehen sie aber trotzdem. Okay, ja, das wären dann die CC-Leute hier. Und wollen wir auch noch duplizieren? Hier packen wir extra Bodenstrich. So, und dann können wir hier mal durchgucken, was wir hier noch alles haben. HTML-Text wäre dann übrigens für den anderen Teil, nämlich wenn wir HTML als E-Mail haben wollen. Subject möchte ich noch haben. Da steht dann natürlich der Betreff drin. Also ich
bin der Betreff. So, und i.extra intent.extra. So, jetzt habe ich euch gezeigt, extra Bodenstrich-HTML. Text gibt uns an, wo wir, also da können wir dann angeben, was für ein HTML-Text wir haben möchten. Und wenn wir einfach nur Text angeben, dann können wir tatsächlich einfach nur den normalen Text angeben. Also der Content, der quasi im Body steht von der E-Mail. Hier, genau. Ja. Und dann müssen wir Folgendes tun. Wir sagen einfach Start Activity über Intent und warten, bis die fertig ist. Also wenn die wieder fertig ist, dann führen wir unsere Activity weiter aus, denn wir wollen ja eventuell danach weitermachen. Oder wir sagen hier einfach Exit 0, das können wir machen, wie wir wollen, weil die E-Mail ist ja dann durch. Aber an für sich passt es doch. So, ja, und das war es eigentlich auch schon. Wenn wir das jetzt ausführen, dann passiert Folgendes. Ich ziehe es mal gerade hier rüber, wenn es denn mal gestartet hat. Jetzt. So, ja, wenn wir jetzt hier draufklicken, dann sehen wir, hier geht automatisch eine E-Mail-Aktivität auf, die Default-E-Mail-Aktivität. Hier geht übrigens anhängen. Und wir können damit dann diese E-Mail schreiben. Ganz normal wie immer. Cool. Ja, ich hoffe, es hat euch dann in diesem Sinne mal gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.